deinen Namen. So wunderschön und wertvoll, mit keinem Geld der Welt zu bezahlen. Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Ich denke, das beschreibt die Gefühle von Ihnen zu Ihrem Partner und auch ja, zum gemeinsamen Lebensweg. Liebe Sabrina, Frau Faldo, ich darf Sie beide hier im Trauraum und auch im Trauzeugen und Gäste alle ganz herzlich begrüßen. Sie beide sind heute hier, weil Sie ganz offiziell Ja zueinander sagen wollen. Sie waren immer füreinander da. Auch als Ihr kleiner Sohn Elias letzten Herbst am offenen Herzen operiert werden musste und Sie nicht wussten, ob er diese Operation überlebt. Und deshalb frage ich jetzt Sie, Herr Faldo Jakaja, ist es Ihr freier Wille, mit der hier anwesenden Sabrina Joas die Ehe einzugehen, dann antworten Sie jetzt bitte mit Ja. Ja. Und dann darf ich auch Sie fragen, Frau Sabrina Joas, ist es auch Ihr freier Wille, mit den hier anwesenden Faldo Jakaja die Ehe einzugehen, dann antworten auch Sie bitte mit Ja. Ja. In der Begegnung mit dem anderen haben Sie beide gefunden, was Sie gesucht haben. Sie haben den Lebensgefährten entdeckt, den Sie gesucht haben, der zu einem hält. Und Sie haben einen Menschen getroffen, mit dem Sie lachen können und mit dem Sie weinen können. Es ist nichts als Schmerz, sagt die Angst. Es ist aussichtslos, sagt die Einsicht. Doch die Liebe sagt, es ist, was es ist. Es ist lächerlich, sagt der Stolz. Es ist leichtsinnig, sagt die Vorsicht. Es ist unmöglich, sagt die Erfahrung. Doch die Liebe sagt immer, es ist, was es ist. Die Liebe nimmt alles an. Sie erträgt alles, Liebe glaubt alles, sie hofft alles, sie hält allem stand. Liebe hört niemals auf. Für jeden Menschen mag die Liebe vielleicht etwas anderes bedeuten, im Grunde aber doch immer wieder dasselbe. Haben, darf ich noch zusätzlich zum Applaus bestätigen, Sie beide sind Kraft des Gesetzes. Rechtmäßig bekommen Sie Ihre Leitung.